Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 73 von Unepic. Jo, ich bin jetzt wieder zurückgereist, hab mir Lebensfunke geholt und so. Wundert euch nicht, dass ich noch manche Sachen, die ihr vielleicht in die Kommentare geschrieben habt, nicht umgesetzt habe. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ich bis hierhin voraufgenommen habe. Dann wollte ich noch Folgendes machen, und zwar fällt mir gerade ein, ich könnte gerade die Waffen noch ein bisschen hochsetzen, dann machen wir richtig fetten Schaden, falls mal irgendwie in Probleme kommen hier mit unserem Excalibur. Ja, meine Pfeiltheorie war natürlich im letzten Part falsch. Jetzt habe ich wieder den Paralyse-Typ dabei und ich habe eine neue Idee. Vielleicht sollten wir doch hingehen und sollten was tun, direkt wenn wir jetzt den Raum betreten. Es sind leider wieder alle Zauberer da, genau so ist es. Dann werde ich direkt versuchen, hier die Totenschädel zu beschwören, dass sie sich gegenseitig kloppen. Vielleicht hat das dann doch, funktioniert das dann doch. Das ist so meine Theorie. Funktioniert aber gerade gar nicht. Okay, warum funktioniert das nicht? Weil ich sie anvisieren muss, okay. Ah, dann mach ich es mal von hier aus. So, sie werden mich ja nicht attackieren. Das wird ja nicht ewig so gehen. So, ich suche mir immer einen aus. Er macht ja immer den ersten da down. So schnell, kann der so schnell neue beschwören? Ja, kann er. Scheiße. Jetzt so meine Theorie. Ah doch, jetzt haben sie sich irgendwie gegenseitig angegriffen. Doch, das geht, oder? So, muss man einfach nur kurz warten. Was macht der da? Der ballert doch auf die anderen, oder? Das ist doch der Magier gewesen. Ich wollte mir das mal ansehen. Ich habe gehofft, mit Paralyse zusammen funktioniert das vielleicht noch besser irgendwie so. Ich müsste nur den Magier mal erwischen. Achso, den kann ich ja nicht verzaubern, stimmt. Ich kann nur den Totenkopf verzaubern. Es müsste, darf nur einer da sein. Ohne zwei oder drei, wie jetzt. Ich müsste mehrere verzaubern können. Das kann man ja auch. Nur leider kann ich es jetzt noch nicht. So, Paralyse-Typ steckt noch gar nicht zu, okay. Ich verbrate nur gerade meine ganzen Utensilien, ne? Das ist ja wohl klar. Also, die Theorie funktioniert schon mal nicht. Das kann ich komplett knicken. So, dann gibt es noch die Theorie mit Totenschädel. Dann gibt es noch eine Theorie vielleicht mit dem, hier mit der Pflanze habe ich noch die Hoffnung. Oh je. Dass die jetzt, greift die schon an jetzt? Wir sind doch eigentlich nah genug dran. Die müsste doch normalerweise schon Lebenspunkte entziehen. Macht's auch jetzt. Bei wem? Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Wie viel und bei wem? Sie braucht definitiv positive Energie. Das ist halt jetzt noch so eine Theorie, die ich hatte. So, wem ziehst du Lebenspunkte ab? Normalerweise doch lebenden Kreaturen, oder? Ist doch so. Ich lasse die jetzt einfach mal machen. Müsste ja eigentlich normalerweise gehen. Jetzt ist sie voll aufgeladen, dann macht sie nichts mehr, oder was? Oh nee, oder? Bam, mit Sprungkraft könnte ich das selbst da hochspringen. So, ich bin jetzt mal nach vorne gegangen. So, hau mal ein bisschen zu. Was macht die Pflanze jetzt? Nix, oder was? Den kann sie nichts abziehen, aber den hier. Jetzt müsste es doch eigentlich nochmal was machen. Macht's aber nicht. Mit Sprungkraft könnte ich zumindest mal die ersten beiden vernichten. Komm, dann machen wir das so nochmal, die alte Theorie. Gut, ich hätte noch ein, zwei Zauber, vielleicht auch einen Trank. Irgendwie der Schusswaffen zurückballert oder sowas. Kurzzeitig werden deine Augen magisch verstärkt und erlaubt es dir, unsichtbare Kreaturen zu sehen. Bringt mir gar nichts, heilt mittlere Wunden. Gewährt im Moment Unsichtbarkeit. Der Zauber verschwindet, wenn der aussprechend verwundet wird oder einen Angriff startet. Macht, ja, werde ich irgendwie stärker. Geschwindigkeit wird höher. Ja, irgendwas macht ihr da. Während der Zauber aktiv ist, werden Wunden an deinem Körper langsam, ja, was weiß ich, verlieren ihr jeder. Aha, allerdings verursachen deine Angriffe. Achso, Geisterform halt eben. Entdeckt Fallen und was weiß ich nicht alles. Neutralisiert etwas Gift. Wenn der Zauber aktiv wird, werden Wunden an deinem Körper langsam geheilt. Ja, bla. Fallen entdecken. Ja, das bringt mich alles nicht weiter. Was habe ich hier? Kann ich da was nutzen? Erzeugt einen mentalen Impuls, der Wahrnehmung aller Kreaturen im Raum verändert. Die Opfer glauben, dass ihre Verbündeten Feinde sind. Sollen wir das mal probieren? Kann ich zumindest mal hier irgendwie weiterkommen? Probieren wir das mal. Was war das des Wahnsinns, ne? Ist das hier? Erzeugt einen mentalen Impuls, der die Wahrnehmung aller Kreaturen im Raum verändert, die Opfer glauben, dass ihre Verbündeten Feinde sind. Und dann müsste ich gerade so ein bisschen mitsmashen, irgendwie so. So, glaube ich, habe ich jetzt mal einen Plan. Machen wir das einfach mal. Legen wir das weg. Holen uns die Sprungkraft rein. Ja, Sprungweite ausrüsten. So.
Und dann werden wir hier des Wahnsinns machen und dann springen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Benutzen, Ray. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. So, alle floppen sich gegenseitig oder was? Ja, jetzt kann ich gar nicht genug, weit genug springen. Ja, das geht nicht ab. Was ist hier los? Es funktioniert. Ist das so geil? Jo, das so geht's auch. Einfach nur des Wahnsinns nutzen und dann sind alle down, oder wie? Ja, und ich smash mir da einen ab. Ja, die haben sich jetzt einfach gegenseitig gekillt. Alle. Sehr geil. Jo, eigentlich schon das, was ich wollte. Sehr schön. Jetzt ist die Wirkung hat nachgelassen. Sehr geil. Und wir haben es irgendwie geschafft. Ist doch ganz egal wie, wir haben es geschafft. So. Ah, ich komme noch nicht an diesen Punkt, dass wir direkt weiter können. Egal. So. Hol ich mir nochmal einen sinnvollen Begleiter raus. Rufen wir den hier. Ach, endlich. So, was ist hier los? Etliche Zauberer wieder. Ich kann nicht hinkommen, aber wo ich gleich hinkomme. Okay. Was auch nochmal mega nervig wird. Wo ich mich dann irgendwie durchsetzen muss. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. So, der Eiszauberer in der Mitte, da mache ich mir noch weniger Gedanken drum. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber der Rest ist schon nervig. Der Rest ist mega nervig. So, Eiszauberer in der Mitte, paralysieren. Na, ja, das wird mal was bringen, auf jeden Fall. Holen wir den Bogen raus und machen direkt den, also kann ich nicht. Also hier, das könnte, naja, das kann ich auch nicht machen. Wahnsinn, Wahnsinn könnte hier nochmal helfen. Habe ich irgendwas in der Art nochmal? Verwandelt das Opfer in Münzen, je mehr Lebenspunkte, ne, bla, erzeugt, bla, ne, auch nicht. Schutzschild, Strahlenschaden, ne, brauchen wir nicht. Nahkampfimmunität des Arkanenschockes. Eisengolems. Beschwört einen mächtigen Eisengolem, ein mechanisches Wesen, das keinen Schmerz und kein Erbarmen kennt. Ist nur die Frage, wo das beschwören wird. Hm, und hier brauche ich definitiv gleich den Totenschädel. Sonst geht da gar nichts. Hm, habe ich sonst noch irgendwas? Das ist echt asozial. Ja, ich bräuchte einfach eine stärkere Skelettverzauberung da, dann wird es auch gehen. Bogenmeisterschaft, Nahkampfschutz, was haben wir noch? Nahkampfmeisterschaft, Rolle der Weissagung und Rückkehr. Ne, es wird mir nichts bringen. Ich muss Schaden machen und zwar massiven. So, holen wir uns den Bogen raus. Holen wir aber den Bogen raus und machen dann den Dreifachschuss, den ich dann jetzt wieder reinsetze. Zumindest mal vorerst. Zauber, Dreifachschuss. Dass man da irgendwie vor. Ah, hier ist der Dreifachschuss. Achso, jetzt habe ich noch aus Versehen gesprochen. Ist auch egal. Ah nein, das war falsch. Was mache ich? Was mache ich? Oh Gott. Gut, wenn man so lange braucht, dann wird das halt nichts. Ist klar. So, aber trotzdem, Korrosion hat gewirkt. Schauen wir kurz ab. Ja, mein Held hält auch. Oh ne, Korrosion hat zwar gewirkt, aber trotzdem. Oh Gott, wie schlecht. So, komm. Heilen wir uns kurz. Sorry Leute, das war echt schlecht. Ja, es wäre doch sinnvoll, dass ich wüsste, wie man gegen die Dinger da wie man mit denen umgeht. Vielleicht doch ganz sinnvoll. Habe ich schlecht unterschätzt. So, bam, bam. So, so sieht's aus. Abhauen. So, der erste ist mal weg. Jetzt könnte ich die anderen Magier auch mit Zauber, also gleich mit dem Bogen wegholen. Da brauche ich nur ein, zwei Hits. Dann sind die auch Geschichte. Das ist auch nicht das Problem. Und dann bleiben halt eben nur diese Zauberer oben. Hm, wo ich echt keinen Plan habe, wie ich gegen die... Die sind echt immer noch nervig. So, komm, was ist denn jetzt? So, jetzt. Nein, der andere, sehr schön. Nein, ich sollte nicht dazwischen springen. So, naja, habe ich immer noch keinen ordnungsgemäßen Plan, nennen wir es mal so. Ihr lacht euch wahrscheinlich kaputt. Wie man am besten gehen? Ja, vielleicht braucht man wirklich einfach nur geile Beherrschungszauber oder was weiß ich. Ja, und wenn man so geskillt ist wie ich jetzt, muss man sich halt dann durchknauben, oder was? Ist das dann tatsächlich so gemeint? Ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal unser Bestes. So, den anderen anvisieren. Oben, 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 oben. Nein, nein, nein. Oh je, jetzt fällt nochmal einer. Den da oben würde ich gern anvisieren. Okay, danke. So, bam, bam, so ist es. So. Ihr gebt jetzt auch mal der Rest, ihr gebt jetzt auch mal auf, ne, das wollte ich nicht machen. Was mache ich da? Achso, doch, ich habe sie beschworen, dass sie gegeneinander kämpfen. So, das müsste doch eigentlich irgendwie zu machen sein. So, kämpft gegeneinander, macht was. Hä? Warum macht ihr das nicht? Ach, achso, da oben. Dann ballern die jetzt rüber. Achso, weil da oben einer beschworen ist, okay.
Ah, das kann natürlich... Ich muss nur warten, bis alle bei mir sind und der Neubeschworene, den muss ich dann verzaubern, dass der dann den Hexer angreift. Können wir das so verstehen? Ich weiß es nicht. Man könnte es so machen, jo. So, ich muss mich mal heilen. Ganz dringend sogar. Oh Gott. So, komm, mach was. Ihr da oben. Ah, der ballert nur sinnlos rum. Komm, ich brauch da oben einen Skelettmann. Einen. Ah, er hat mich nicht erreicht. Ja, wenn ich mehrere hätte, wäre es sinnvoll. Ja, die hauen mich dazu frei. Das ist eigentlich alles nicht so förderlich. Wie sie sinnlos vermöbeln. Es ist so sinnfrei. So, komm, kurz heilen. Ich schau mal ab hier, dass sie mich nicht noch sehen. Warum habe ich jetzt so eine dicke Heilung bekommen? Ah, naja, keine Ahnung warum. So, komm her. Ja, das da werde ich schon irgendwie noch gebacken bekommen. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht die Lösung, die es sein soll. Aber jetzt ist es halt so. Leider Gottes muss ich... Wenn ich das Skelettmann von unten anvisiere, bringt mir das irgendwas? Ich kann es noch einmal probieren. So sehr auch so auf der Basis. Nein, ach so, es geht nicht mehr. Oh nee, also das funktioniert schon nicht mehr. Okay, alles klar, danke. Scheiße, jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt gibt es nur noch die Totenkopflösung. Totenkopflösung, probier mal ne, ruf mal ne. Positive Energie bräuchte er auch noch. Ich brauche ein bisschen Heilung. Ah, wenn ich bloß den Raum weiter käme, da wäre die Geschichte in Ordnung. Da könnte ich wenigstens schnell reisieren, das Gebiet immer wieder starten. Jetzt drückt mir echt die Daumen, dass das klappt. Habe ich noch... Ja, ich könnte halt warten, bis die irgendwie da auf... Ja, genau, wenn ich irgendwie in den Kampf gehe dann, und genug Skelette da sind, dann schießt er ja auf mich und macht zuerst mal nicht sein komisches Schutzschild da. Dann könnte ich halt wieder ballern, ja. Und gleichzeitig müsste ich selbst das Schutzschild vielleicht auch auf mir haben. Was weiß ich, keine Ahnung. Gibt verschiedene Ansätze. Der Golem könnte natürlich auch helfen. Soll ich ihn einfach mal rausholen? Wann soll ich ihn sonst noch gebrauchen? Gut, der springt nicht so hoch, aber der zieht zumindest mal die Gegner an. So könnten wir es machen. In der Zeit könnte Totenkopf dann richtig Gas geben. Ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Idee. Komm, das machen wir jetzt mal. Positive Energie. Jetzt haue ich einfach alles raus, was ich habe. So, und hier Inventar. Wo ist das Golem-Ding? Da hinten wahrscheinlich. Nein, das Bogenmeister. Wo ist Golem? Hä, wo ist ein Golem? Bin ich gerade doof? Ah, hier. Benutzen. So, Golem. Mach was. Lauf nach vorne und zieh Feinde. Zieh Feinde ohne Ende. So, mach was. Golem regelt. Golem ist lustig. Oh, Golem lebt noch. Okay. Mach was. Was gibt's da nicht? Totenkopf, du nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Ob das so gemeint ist, ich weiß es nicht. Egal, mir ist es ganz egal, weil jetzt haben wir es geschafft. Endlich, ey. Und er lebt sogar noch, falls wir da noch irgendwie Probleme bekommen. Golem ist cool. Sehr schön, Golem. Du bist locker drauf. Macht er jetzt immer bei mir mit? Das wäre auch mal geil. Golem, bleib bei mir. So, hier können wir jetzt immer hoch. Sehr schön. Was habe ich hier nur getrieben? Kein Mensch weiß das. Aber ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Oh. Das ist aufregend. Wir sind nah. Aufregend. Wir sind nah, oder? Die ganze Burg ist beleuchtet. Sehr schön. Du hast alle Lichter in der Burg angezündet. Das klingt nach Endkampf. Jo. Wir sind fast da. Oh, was ist jetzt los? Magierturm ist beleuchtet. Ja, klar. Wie ist Hanakon? Ist er sehr groß? Ich weiß nicht. Ich habe ihn nie in Person gesehen. Nein, woher weißt du dann, dass er so mächtig und unzerstörbar ist? Erinnere dich. Erinnere dich, ich habe andere Sinne. Ah, okay, hör zu, bald wird all dies vorbei sein. Wenn er mich tötet, möchte ich, dass du weißt, dass du eine großartige Begleitung warst, verstehst du? Es ist auch mein Wunsch, dir etwas zu sagen. Du warst die seltsamste Kreatur, die ich je getroffen habe. Und die einzigste, die mir ihre Freundschaft angeboten hat. Ja gut, alles klar. So. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut, weil für den Bosskampf möchte ich mal ganz gerne eine extra Folge dann doch lassen.
Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das dann so läuft. Ein bisschen Heilung haben wir noch. Ja, wir haben eigentlich nur gute, sind gut aufgeskillt sozusagen. Ja, ich könnte noch so ein paar Schutzrollen eventuell nutzen, weiß ich noch nicht genau. Ja, die Bögen sind eigentlich in Ordnung. Ja, muss ich mal gucken jetzt, wie wir damit umgehen. Ob ich wieder Paralyse-Tante hier raushole. Ja, ich denke mal ja, die holen wir schon mal raus. Die holen wir schon mal raus. Ist die down? Oh, ist die down schon wieder? Oh nee. Wiederbleiben, ne? Und ich habe keinen Lebensfunke mehr. Ja, alles klar. Das dazu. Dann musste Totenkopf mit. Ja, und ich freue mich auf den nächsten Part. Bin mal gespannt, wie das Ganze dann läuft. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Like, Abo, ist gern gesehen. Kommentar natürlich auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.